Damit auch keine Irritationen hochkommen, liebe Genossinnen und Genossen, ich sag's euch auch und wer es noch nicht gewusst hat, ich bin schwul und das ist auch gut so. Ihr fragt euch vielleicht, was hat denn Vovi jetzt mit Daniel Kübelböck zu tun? Auf den ersten Blick natürlich gar nichts, aber als der SPD-Politiker Klaus Wowereit sich am 10. Juni 2001 outet, steht er kurz davor, das Bürgermeisteramt in Berlin zu übernehmen. Das Outing ist aber kein nebensächlicher Funfact. Wowereit will so einer Schmierenkampagne zuvorkommen. Vor 20 Jahren ist es also noch möglich, den Ruf und damit vielleicht sogar die ganze Karriere von PolitikerInnen zu beschädigen, indem man thematisiert, wer neben ihnen im Bett liegt. Es ist das erste Mal, dass sich aus der Spitzenpolitik jemand outet. Dann ist das Tabu gebrochen. Inzwischen hatten wir mit Barbara Hendricks eine lesbische Bundesumweltministerin, mit Guido Westerwelle einen schwulen Außenminister, es gibt Jens Spahn und Kevin Kühnert und sogar bei der rechtsextremen AfD ist die Co-Vorsitzende der Bundestagsfraktion Alice Weidel, so absurd das scheint, ganz selbstverständlich queer. Wir leben heute in keiner perfekten Welt, aber in einer ganz anderen Zeit. Im Showbiz ist es Anfang der 2000er ähnlich wie in der Politik. Es gibt sehr wenige offen queere Stars. Sich als Teenager ganz selbstverständlich zu outen, in der Familie, in der Schule, das ist selbst heute nicht einfach. Damals, vor allem auf dem Land, das habe ich selbst erlebt, kann das mitunter sogar sehr gefährlich sein. Und dann kommt auf einmal der hier. Mal bin ich Mädchen, mal Mann. Mal liebe ich Girls, mal Boys. Mal die Sonne, mal den Schatten. Mal einfach nur mich. Falls ihr unseren Podcast jetzt zum ersten Mal hört, möchten wir euch empfehlen, von vorne anzufangen. Sonst ergibt manches keinen Sinn. Wir nehmen euch mit in das Leben eines Menschen, der in den frühen 2000ern Deutschland polarisierte wie niemand anders. Einer Person, die zeitweise bekannter war als der damalige Bundeskanzler. Einer Medienfigur, an der sich abreagiert wurde. Und eines Künstlers, der unbeirrt seinen Weg ging und dabei vieles ertragen musste, was heutzutage undenkbar wäre. Wie glücklich und zufrieden war dieser Mensch nach dem Strohfeuer des schnellen Castingrooms, als das Blitzlichtgewitter vorbeizog und nur hier und da zu ihm zurückkehrte? Diesen und anderen Fragen wollen wir nachgehen und dafür haben wir mit denen gesprochen, die dabei waren. Darunter Fans, Partner, KommilitonInnen, Musiker, FreundInnen und viele andere, die ihn ein Stück seines Weges begleitet haben und von denen sich viele zum ersten Mal äußern. Aber eines kann ich euch schon sagen. Wir weigern uns, diesen Menschen als lächerliche und tragische Figur zu begreifen. Ich bin Tom Erhardt und ihr hört »Ein Mensch verschwindet«. Daniel Kübelböck. Bevor wir mit diesem Podcast beginnen, möchte ich euch auf Folgendes hinweisen. Es werden in dieser und anderen Folgen Suizid, psychische Erkrankungen, Homophobie, Gewalt und Transfeindlichkeit thematisiert. Falls ihr auf diese Themen sensibel reagiert, hört den Podcast vielleicht lieber mit einer vertrauten Person, mit der ihr die Folgen auch unterbrechen könnt, um euch über das Gehörte zu unterhalten. Noch ein Hinweis. Wenn wir über die Zeit reden, nachdem sich Kaiser Kübelböck als Transgender geoutet hat, sprechen wir von Lana. Wenn es um frühere Ereignisse geht, sprechen wir von Daniel. Grundsätzlich gilt zwar, die Selbstauskunft einer Person, also ich bin trans, ich bin eine Frau und so weiter, muss ernst genommen werden. Gleichzeitig möchten wir diese Geschichte auf verständliche Art erzählen und müssen damit umgehen, dass die meisten, die wir für diesen Podcast interviewt haben, nur von Daniel sprechen. Ob wir das Recht haben, diese Geschichte so zu erzählen, wie wir es tun, also abwechselnd Daniel und Lana zu benutzen, das müssten wir eigentlich die betroffene Person fragen. Das geht natürlich nicht. Dies ist Teil 3. Fame. Mit dem neuen Jahrtausend beginnt das goldene Zeitalter von RTL. Mit Wer wird Millionär lockt der Kölner Sender seit 1999 oft über 10 Millionen ZuschauerInnen vor die Fernseher.
Doch mit einer neuen Sendung, in der junge Talente gesucht werden, geht's aufs nächste Level. Bis zu 15 Millionen Menschen sehen ab Anfang November 2002 regelmäßig zu, wie junge Leute aus ganz Deutschland vor den RTL-Kameras von einer Musikkarriere träumen. Dabei stellen sie sich dem gern sehr spitz formulierten Urteil einer Jury um den Pop-Produzenten Dieter Bohlen. Das geht von »Du kannst nicht singen« bis hin zu »Du gehörst zu diesen Kakerlaken ins Koma-Sängerinnen« über »Ich habe Schnitzel gegessen mit Gurkensalat« und der Gurkensalat war musikalischer als du, bis hin zu jeder Hasenpups hat mehr Power als dein Gesang. Bei DSDS läuft es so. Die Menge der KandidatInnen wird von der Jury erstmal auf 30, dann auf 10 eingedampft. Dann fliegt in jeder Sendung jemand raus. Am Ende kann es nur einen Sieger oder eine Siegerin geben. Der Name der Sendung behauptet schließlich, Deutschland sucht den Superstar. Unangefochtener Hingucker der Show, ein aufgedrehter 17-Jähriger in bunten Klamotten, mit Brille und einem atemberaubenden Selbstbewusstsein. Er wird am Ende Dritter werden und doch der Einzige sein, der einen bleibenden Eindruck hinterlässt. Er verkauft Millionen Platten, fast alle Deutschen wissen, wer er ist, und am Ende des Jahres wird er von den ZDF-ZuschauerInnen in der Sendung die 100 größten Deutschen auf Platz 16 gewählt und lässt unter anderem Herbert Grönemeyer, Alice Schwarzer und auch seinen RTL-Mentor Dieter Bohlen hinter sich, der nur auf Platz 30 kommt. Aber alles der Reihe nach. Am 6. Oktober 2002 findet in München das erste DSDS-Casting statt. Obwohl sich insgesamt mehr als 10.000 größtenteils Jugendliche bei Deutschland sucht den Superstar bewerben, sticht der bunte 17-Jährige aus Eggenfelden von Anfang an aus der Menge. Wir würden euch natürlich gerne den Originalclip aus der Sendung vorspielen, also den Moment, in dem Daniel Kübelböck zum ersten Mal vor die Kameras tritt. Leider hat uns RTL das nicht erlaubt. Aber egal. Wir lassen es von Daniel Kübelböck einfach selber erzählen. Schließlich hat er mit 18 eine Autobiografie rausgebracht und sich selbstverständlich auch an die Szene erinnert, als er gerade dabei war, durch die Tür zu gehen und der Jury, um Dieter Bohlen zum ersten Mal gegenüberzutreten. Eine Frau von der Produktion sagt, »Hey du, nimm doch einfach mal die Gitarre mit rein.« Ich sage, »Das ist doch gar nicht erlaubt.« »Weiß ich«, antwortet sie. »Aber nur so als Gag. Du singst dann ohne. Einer wie du kann das ruhig machen.« Die vier Juroren sitzen hinter ihrem Tisch, kritzeln auf ihren Blöcken rum, sehen aus, als schliefen sie gleich ein. Auch Bohlen guckt nach unten. Aber kaum singe ich den ersten Ton, schnellen ihre Köpfe hoch. Das spornt mich an. Thomas Bug sagt, »So, jetzt mach das aber mal ohne Gitarre.« Stein sagt, »Stell dich erstmal richtig vor, Daniel.« Ich sage, »Ich bin der Daniel aus Eckenfelden. Ja, und jetzt bin ich hier.« Ich will nicht spielen, was in diesem Moment nicht in mir ist. Ich habe kein großes Ziel vor Augen. Ich muss nichts erreichen. Allein, dass ich dastehe und einmal in meinem Leben vor dieser Jury singen darf, finde ich so klasse, dass mein Herzschlag sich kaum noch einkriegt. Ich singe mein Lied noch einmal. Ich bin stolz auf mich. Ich muss nicht weiterkommen. Ich genieße einfach nur jede Sekunde. Ich selbst erinnere mich, dass ich damals dachte, um Himmels Willen, wer ist das denn? Diese Stimme, diese Klamotten, dieses rotzfreche Selbstbewusstsein. Wahnsinn. Daniel wird natürlich weitergelassen, weil er ein offensichtliches Geschenk ist. Ein unbezahlbarer Entertainment-Faktor für die Show. Nach dem letzten Ton gucken sie mich an. Alle vier. Sie lachen. Ich habe sie erreicht. Ist es nicht genug, wenn du vier Menschen erreichst? Womit auch immer. Bohlen sagt, du hast eine Schabe locker. Aber das meine ich positiv. Ich kenne viele in diesem Geschäft, die eine Oberschabe locker haben. Von mir aus bist du weiter. Sie lassen mich in die nächste Runde. Mit einem Jubelschrei stürme ich raus. Ich könnte die Welt umarmen. Als er zum Recall nach Düsseldorf eingeladen wird,
ist er längst der Liebling der Jury um Dieter Bohlen, Radiomoderator Thomas Bug, der britischen Musikjournalistin Shona Fraser und dem Geschäftsführer der Bertelsmann Music Group Europe, Thomas Stein. In Düsseldorf wollen sie uns zeigen, dass ein Star Nerven wie Aufzugseile braucht. Und dass er arbeiten muss, wie ein Pferd. Am ersten Tag stellen wir uns in 10er Reihen auf. Ich bin der Letzte. Rote Krawatte, Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Ich fange an zu singen. Lean on me. Lean on me, when you're strong. Und wieder richten sich alle Augen plötzlich auf mich. Ist meine Stimme so anders? Spreche ich irgendwas in denen an? Bilde ich mir das alles nur ein? Nein. Es ist, als entstehe eine ganz besondere Energie zwischen den Juroren und mir, wenn ich singe. Das war schon auf dem Hof unserer Klosterschule so. Vielleicht hat es nicht nur mit meinem Gesang zu tun, sondern auch damit, dass ich mich traue, kindlich und verrückt zu sein. Nach meinem Lied herrscht für einen Moment absolute Stille. Ich gucke in ihre Gesichter. Sie schmunzeln wieder, kritzeln Notizen auf ihre Blöcke. Habe ich sie erreicht? Ja, ich bin in der Runde der letzten 60. Obwohl ich am Anfang finde, dass Daniel aussieht, als hätte er sich im Dunkeln in einer Kleidersammlung angezogen, schraubt RTL nach und nach noch weiter an seinem Erscheinungsbild. Leoparden-Leggings, ganz viele Schlipse und die inzwischen legendäre Kombination aus Lipgloss und Schottenrock. Er war einfach, wie er war. Einfach ein Unikat. Das ist Grazia Bauer. Auch sie kommt aus Bayern und ist damals eine der jüngsten KandidatInnen. Sie liebt dramatische Balladen und Rocksongs. Daniel und sie freunden sich an, teilen sich später sogar ein Zimmer in der Superstar-WG, in der die TeilnehmerInnen zusammen wohnen. Genauso wie Daniel schafft sie es souverän immer weiter. Wir wollten musikalisch was erreichen, was bewegen. Damals haben wir nicht gesehen, das hängt so zusammen mit den Medienbranchen und die haben jetzt diese Kooperation. Ich meine, wir haben täglich 1000 Millionen Interviews gegeben. Jeder saß stundenlang am Telefon oder vor irgendeiner Kamera und hat irgendein Interview gegeben. Dass viele Sachen abgekatert waren, sieht man natürlich oft erst im Rückwärtsspiegel, wenn man in der Branche ein bisschen angekommen ist, wenn man ein bisschen die Zusammenhänge auch verstehen kann und auch wenn man reifer und älter geworden ist und manche Sachen auch vielleicht sich einfach auch mal aufzeigen oder man auch durchaus mal durch die Blume gesteckt kriegt, dass da manche Sachen eingefädelt waren. Dass in Daniel einiges steckt, was in Boulevardzeitungen und der Klatschpresse gut vermarktet werden kann, bleibt RTL natürlich nicht verborgen. Der 17-Jährige erklärt früh im Wettbewerb seine Bisexualität und wehrt sich dagegen, in irgendein Geschlechterkorsett gesteckt zu werden. In seinem Buch »Ich lebe meine Töne« wird er das später so erklären. Auch einer, der anders ist, kann was erreichen, der sich traut, Kind und Mann und Frau zu sein, der Fragen hat, Träume, Gefühle, der nicht in die übliche Vorstellungswelt passt, stattdessen alle Regeln aufhebt. Ich bin ich, Daniel Kübelböck. Keiner kann mich in eine Schublade stecken. Das ist natürlich eine Ansage, auch an die Öffentlichkeit und eine Gesellschaft, die es liebt, Menschen in Schubladen zu stecken, weil man dann halt weniger denken muss. Frau, Mann, dumm, schlau, schwarz-weiß. Den Gefallen tut Daniel den Deutschen nicht. Er ist nicht ja oder nein, er ist irgendwer zwischen vielleicht und keine Ahnung, aber auch nicht schlimm. Das erntet ihm die Bewunderung von Millionen Teenagern, die den Außenseiter feiern, der sich rotzfrech so viel vom Rampenlicht schnappt, wie er kriegen kann. Es ist 2002 und queere junge Menschen, die zu ihrer Sexualität stehen, sind noch nicht alltäglich im deutschen TV. Ich habe einfach noch nie so eine Person gesehen. Ich fand sie wahnsinnig interessant. Und in dem Moment, in dem ich sie das erste Mal im Fernsehen gesehen habe, gab es eigentlich so, ehrlich gesagt, auch wenn es ein bisschen naiv sich anhört, und ich war natürlich auch ein Teenager oder fast noch gar nicht ein Teenager, sondern wirklich noch ein Kind, habe ich eigentlich so von der ersten Sekunde, als ich Lana im Fernsehen gesehen habe, so eine wahnsinnige Anziehungskraft zu ihr gefunden und war eigentlich davor jetzt nicht gar kein Fan von Castingshows. Und auf einmal habe ich jede Folge von Deutschland sucht den Superstar angeschaut. Das ist Philipp Gufler, den ihr schon am Anfang dieses Podcasts gehört habt. Er benutzt nur den Namen Lana Kaiser und Sie-Pronomen, auch wenn er über die Zeit vor Lanas Outing im Vorfeld der Kreuzfahrt aus Folge 1 spricht.
Damals, 2002, ist er aber erstmal nur absoluter Fan. Ich war 13 Jahre, als Lana den ersten Auftritt bei Deutschland sucht den Superstar gehabt hat. Und ich bin auch auf dem Bayerischen, in Bayern aufgewachsen, auf dem Land, ähnlich wie Lana. Vielleicht konnte ich mich deswegen auch so gut mit ihr von Anfang an identifizieren und bin in einem kleinen Dorf außerhalb von Augsburg aufgewachsen, das ehrlich gesagt auch sehr konservativ war. Ich konnte mich mit Lana irgendwie von Anfang an, ja, wahnsinnig stark identifizieren. Nachdem Daniel es unter die letzten 30 geschafft hat, entscheidet nicht mehr die Jury, wer weiterkommt, sondern das TV-Publikum per Telefonvoting. Es ist natürlich nicht kostenlos, für seine Lieblinge anzurufen. Und damit die Kasse klingelt, müssen die KandidatInnen polarisieren. Dass hier angeblich ein Gesangswettbewerb stattfindet, an dessen Ende ein Superstar gefunden wird, das gerät schon früh in den Hintergrund. Hab dann auch angefangen, für sie anzurufen. Meine Eltern waren wahnsinnig sauer. Ich glaube, es hat irgendwie 50 Cent der Anruf gekostet. Und irgendwie einmal habe ich, glaube ich, 20 Mal für sie angerufen. Und das war eigentlich dann, glaube ich, so ein Monat Taschengeld. Philipp Gufler hat inzwischen Kunst studiert und nach den Ereignissen auf dem Kreuzfahrtschiff Aida Luna einen künstlerischen Dokumentarfilm über seine Faszination mit Lana Kaiser gedreht. Doch dazu mehr in einer anderen Folge. Knapp 2 Monate nach dem ersten Casting in München singt Daniel Kübelböck in der Runde der letzten 30. In der nächsten Runde werden wir in 10er-Gruppen aufgeteilt. Ich rieche mein Schutzöl durch die Kleider. Riechen das die anderen auch? Der Duft passt zu meiner Stimmung. Was soll mir passieren? Ich habe lange mit meinen Freundinnen telefoniert. Ich sehe Judith. Ich sehe Alexander. Ich habe mehrmals gehört, wie gut sie singen können. Es sind die besten 30. Ich bin überzeugt, dass ich jetzt rausfliege. Es ist okay für mich. Aber ich will zum Abschied noch was Besonderes machen. Ich singe Papa Don't Preach. Ich ziehe die Worte lang, wie ein Komiker. Und als ob ich diese Leute schon seit Jahren kenne. Einfach, weil ich lustig rausfliegen will. Sie grinsen wieder. Nachdem ich meinen Auftritt beendet habe, sagt Jonah Fraser: Daniel, du bist ein echter Star. Erst bist du aufgeregt, kaum singst du, fällt alles von dir ab. Daniel kommt weiter und schafft mit 9 anderen den Sprung in die nun folgenden Motto-Shows. Ab jetzt müssen sich die KandidatInnen jede Woche in Live-Shows beweisen, die immer ein anderes Thema haben. Love-Songs, Musical, aktuelle Hits. Und dazu werden sie mehr oder weniger passend gestylt und dürfen auf die große Bühne vor Studiopublikum. Dass Daniel hier mithalten kann, bezweifeln wohl damals ziemlich viele. Die Stimmung nach meinem Lied Another Day in Paradise in der ersten Motto-Show schlägt mir entgegen wie ein nasses Handtuch. Die Zuschauer schreien Buh. Mein Magen krampft sich zusammen und fühlt sich an wie ein Schrumpelapfel. Ich bin traurig. Ich habe versucht, mein Bestes zu geben. Und sie buhen mich aus. Wie können die Menschen nur so sein? Wie können sie einen 17-Jährigen ausbuhen, der sich auf die Bühne stellt und wirklich alles gibt, was er hat? Für einen Moment habe ich Lust, alles hinzuschmeißen. Aber ist das die Lösung? Nur weil irgendwer negative Energie verströmt? Ich muss sie ja nicht an mich heranlassen. Also stelle ich mich hin und zeige dem Publikum, wie es in mir aussieht. Ich finde es nicht schön, dass ihr irgendwer Buh schreit. Ich stelle mich hier hin und schenke euch mein kleines Paradies. Und ihr schreit Buh? Die Jury ist erstaunt. Im Publikum könntest du für einen Moment sogar eine Nadel fallen hören. So leise ist es. Sie wissen nicht, was sie von mir halten sollen. Aber sie spüren, dass ich es ernst meine. Ich komme eine Runde weiter. Ich erinnere mich, dass ich damals noch immer nicht so ganz genau wusste, was Daniel eigentlich wollte. War der hier fehl am Platz oder ging es genau darum, Menschen wie ihm eine Bühne zu bieten? Und warum erlaubte man ihm vordergründig ein queeres Selbstbewusstsein, verwendete das aber bei jeder Gelegenheit gegen ihn? Der Begriff schriller Paradiesvogel fiel oft. Schrill, ich habe nachgeguckt, hat zwar einen lateinischen Ursprung und bedeutet sowas wie Spaßmacher, aber laut Duden wird das Wort im Deutschen als Synonym für absonderlich, ausgefallen, befremdend und bizarr verwendet.
Als Paradiesvogel wiederum bezeichnet man gern Menschen, von denen man den Eindruck hat, dass sie um jeden Preis auffallen wollen. Und so bekommt der queere Teenie, der es wagt, das anzuziehen, was ihm gefällt, dann eben doch seine Schublade. Schriller Paradiesvogel. Aber egal, der Typ war nicht nur das Highlight der Sendung, er war die Show. Und er polarisiert natürlich. Er hat loyale AnhängerInnen, bekommt aber auch unheimlich viel Spott und Häme zu spüren. In Internetforen sammeln sich einerseits die Daniel-Fans, die sogenannten Faniels, aber andererseits auch die Hater. Für mich waren das Vollidioten, die an ihm nicht nur ihre Homophobie abarbeiteten, sondern auch den Hass auf alle, die es wagen, nicht in die Norm zu passen, aufzufallen und den Mut haben, für sich selbst zu kämpfen. Und das machte mich, wie so viele andere, per Ausschlussverfahren zum... Nein, das Wort Fan will mir einfach nicht über die Lippen, aber ich war im Team Daniel. Augenrollend, zähneknirschend, endlos genervt, aber ich hab's auch genossen. Den durfte man nicht allein lassen. Und das Konzept funktioniert. Das Publikum ist der Show komplett verfallen und im Gegenzug werden die jungen KandidatInnen freiwillig für die Medien und die Öffentlichkeit. Keiner von uns und natürlich auch Daniel nicht, wo er ja auch sehr, sehr jung noch gewesen ist, hatte überhaupt die Chance, mit Kritik in einer angemessenen Form umzugehen. Also für die Umstände, die es gegeben hat, für das Alter, für die Art und Weise, wie Kritik, sie war ja nicht konstruktiv meistens, sondern die war meistens einfach, gib ihm. Ja, mit so einer Art von Kritik als so junger Mensch angemessen umzugehen, halte ich schon für eine sehr, sehr schwierige Aufgabe. Und wenn jemand dann selber auch noch ein impulsives Naturell hat, nee, die Möglichkeit hatte er gar nicht. Das gab keine Chance dazu. Diese ganze Maschinerie, ihn da eher benutzt hat, seine Impulsivität benutzt hat und genau solche Sachen extrem dann noch ausgespielt hat. Aber alles in der Medienbranche, was gehört werden will, ist reißerisch, ist darauf ausgelegt, dass man natürlich die Punkte und die wunden Punkte bei den Menschen drückt. Und keinen interessiert's, wenn ich morgen aufstehe und sage, hey Leute, mir geht's gut, mein Leben läuft schön. Grazia und Daniel sind irgendwann unter den letzten 5. Die Villa, in der sie mit den anderen wohnen, wird Tag und Nacht von Fans belagert. Sie können kaum raus und wenn, dann nur in Begleitung von Security und eigentlich sowieso nur zu den unzähligen Medienauftritten. 4 Monate nach dem ersten Casting besteht das Leben der Superstar-AnwärterInnen nur noch aus Interviews, Fotoshootings, Promo-Auftritten. Dazwischen müssen sie sich auf immer wieder andere Motto-Shows vorbereiten, an deren Ende jeweils einer oder eine von ihnen rausfliegt. Die Nerven liegen blank und eine gibt auf. Judith Lefebvre, bis dahin die Favoritin, steigt freiwillig aus. Grund? Psychische Belastungen. Ihr fehlt Privatsphäre. Sie verzichtet auf die RTL-Karriere. 4 Wochen später ist das Thema bei der mittlerweile 5. Motto-Show Big Band. Nur noch 5 Kandidatinnen stehen auf der Bühne und ihre Namen kennt in Deutschland fast jeder Teenie. Grazia Bauer, Alexander Klavs, Vanessa S., Juliette Schoppmann und Daniel Kübelböck. Außer Grazia und Vanessa sind alle schon sicher weiter. Die beiden sind jetzt die Wackelkandidatinnen. Sie stehen Arm in Arm und warten mit gesenktem Blick auf die Entscheidung. Fast alle sind sich sicher, dass Vanessa gehen muss. Das schier endlose Zögern bis zum Verkünden der Antwort zerrt mit jeder Sendung mehr an den Nerven des Publikums. Doch wie schlimm muss das in diesem Moment für die beiden jungen Kandidatinnen sein? Der emotionale und auch psychische Druck, der war unbeschreiblich groß und in keinster Weise abzufedern. Es war damals schon unmenschlich und ich empfinde es im Nachhinein auch so noch als, also es ist, das kann man gar nicht in Worte fassen, wie dieser Druck auf den Schultern lastet. Einmal diese Gemeinschaft, die man liebgewonnen hat, zu verlassen,
dann auf einmal andere Wege, wieder allein zu gehen, dann auch nicht sein Ziel geschafft zu haben. Eine ganze Nation guckt auf dich. Wir hatten ja exorbitant hohe Einschaltquoten. Jeder auf der Straße hat dich erkannt. Da waren so viele Ängste, Hoffnungen, die zerstört werden konnten. So viele neue und alte Wege, die dann kaputtgeschlagen und neue Bücher aufgeschlagen wurden. Veränderungen machen Menschen ja ohnehin schon immer Probleme. Aber das wurde dermaßen ja auf die Folter gespannt. Stundenlanges Warten auf irgendwelche Voting-Ergebnisse und das dann auch nochmal so, natürlich, es war ja alles medienwirksam, also ich muss sagen, die Sender, die haben da alles richtig gemacht, die haben da alles mitgenommen. Grazia fliegt raus. Es herrscht Ungläubigkeit im Publikum. Grazia scheint ein wenig erleichtert, Vanessa freut sich ein wenig, doch ein anderer zieht alle Blicke auf sich. Daniel. Er ist schockiert, schüttelt den Kopf, sein Gesicht verzerrt sich, ihm kommen die Tränen und RTL hält drauf, in Großaufnahme. Der Moderator, Carsten Spengemann, läuft zu ihm herüber und tröstet ihn und auch Grazia versucht ihn zu beruhigen. Daniel bricht zusammen, rutscht vom Sofa, sinkt zu Boden. Es ist keine übliche Reaktion auf den Rausschmiss einer Kandidatin. Er verliert mit Grazia seine beste Freundin im DSDS-Haus und wird ab jetzt ohne ihre Unterstützung klarkommen müssen. Daniel schluchzt und windet sich. Es ist ein Moment, an den die DSDS-ZuschauerInnen sich noch lange erinnern werden. Die Kameras halten natürlich weiterhin voll drauf und Co-Moderatorin Michelle Hunziger entwischt spontan ein denkwürdiger Satz, mit dem sie sich emotional und kritisch von den Vorgängen in der RTL-Sendung zu distanzieren scheint. Ich mach das nicht mehr mit! Und jetzt ist die große Frage, was meint sie hier? Empfindet sie Daniels Zusammenbruch als Show und hat die Nase voll davon? Oder stimmt das, was Jahre später in einem Artikel des Nachrichtenmagazins Spiegel steht, dass Michelle Hunziger und Carsten Spengemann eine Regieanweisung auf ihr Headset bekamen, dreht sein Gesicht in die Kamera. So wie wir Michelle erlebt haben, ist die erste Interpretation für mich absolut abwegig und unvorstellbar. Mein erster Gedanke wäre eigentlich nur, dass eher das Zweite mit dem auf dem Headset irgendwie, das klingt für mich viel plausibler, diese Unmenschlichkeit. Ich nehme an, dass sie diese Unmenschlichkeit nicht mehr mitmachen wollte. Egal wie, für Grazia ist der Wettbewerb vorbei. Als ich dann rausgeflogen war, da haben sie eine Psychologin mir, ich empfand das als auf den Hals gehetzt, weil ich wollte mit keiner Psychologin sprechen. Ich fand das auch, also ich wollte mich der Frau auch nicht anvertrauen, also gar nicht null. Da war auch vorher keiner und es war vor allem dann keiner mehr da, als die Kameras nicht mehr auf uns waren. Ich rede gar nicht von psychologischer Betreuung rein nur, sondern generell. Alle, die vorher da waren und die beim Treppchen nach oben steigen zugeschaut haben, die waren auf einmal alle weg. Und das ist für so eine ganz junge Seele schon eine schwierige Sache, das auch mitzunehmen, das zu verarbeiten. Und das war so der Hammer. Nee, also ich weiß nicht, ob man da dem Sender oder den Sendern oder den Medien allgemein den Vorwurf machen soll. Ich glaube, eine allein trifft es da ja nicht. Das ist Boulevard und Boulevard ist halt leider einfach so, wie man sich das nicht wünscht. Zwei Wochen später. In der 7. Motto-Show ist das Thema 70er Jahre Disco. Daniel hat Night Fever von den Bee Gees und Dancing Queen von ABBA vorbereitet. Ganz nebenbei, zwei ziemlich schwierige Songs, die außerdem gar nicht für einen einzelnen Sänger gemacht sind. Die Songs liegen ihm einfach nicht. Daniel ist heiser und eigenen Aussagen zufolge hat er seine Stimme beim Üben zu sehr strapaziert. Das Urteil der Jury? Vernichtend. Ja, das war so ein Wendepunkt gewesen. Also bis dahin haben sie ihn ja immer recht gut bewertet auch. Und da kam zum ersten Mal auf, also wir wollen ja eigentlich Sänger hier und keine Kasper oder keine Spaßmacher oder Unterhalter. Entertainer haben es, glaube ich, gesagt. Heike Seitz ist damals Mutter eines Fans. Doch ihre Tochter begeistert auch sie für Daniel. Und ich finde, da hat sich auch die Stimmung im Publikum mehr gegen Daniel gewandt. Oder die ihn nicht mochten, er hat ja schon immer polarisiert, haben dann extra angerufen für die anderen beiden. Wir haben ja die Statistiken und da war er ja in diesen ersten Sendungen immer ganz weit vorne, erster, zweiter.
Und das hat sich erst dann ganz am Schluss verändert. Gell? Dann sind die anderen beiden hochgevotet worden, weil die Gegner dann stark geworden sind. Daniel weiß, dass er schlecht gesungen hat, aber sein Selbstbewusstsein ist unerschütterlich. Er sagt der Jury knallhart ins Gesicht: Ich habe jetzt keine Angst, weil ich habe so geile Fans da draußen, die mich so wahnsinnig unterstützen. Und deswegen muss ich sagen, wenn's so sein sollte und ich gehe heute, dann ist der Moment gekommen und ich bin zufrieden. Und wenn's nicht so sein sollte, dann kämpfe ich weiter. Das Publikum applaudiert. Aber ein Blick in die Gesichter der vier Jurymitglieder verrät, was sie jetzt erkennen. Er entgleitet ihnen. Ihre Meinung ist mehr oder weniger egal. Sie können in Daniels Fall nur noch versuchen, die Stimmung unter den ZuschauerInnen ein bisschen zu lenken. Daniel kapert die Sendung, behält Recht, triumphiert, kommt trotz unterdurchschnittlicher Performance eine Runde weiter ins Halbfinale. Er ist unter den letzten drei. Nach der 70er-Jahre-Sendung macht DSDS knapp 3 Wochen Pause. Meine Recherchepartnerin Ilona Toller und ich haben uns im Juni 2021 auf den Weg zu Daniels Heimatort in Bayern gemacht. Eggenfelden wirkt an diesem Tag mitten unter der Woche ein bisschen verschlafen. Eine coole Stadt, wie Daniel sie beim ersten Casting bezeichnet hat, ist sie auf den ersten Blick jetzt nicht. Aber nett. Alte Kirche, hübscher Marktplatz, irgendwo plätschert ein Brunnen. Damals, 2003, nutzt RTL die Wochen vor dem Halbfinale, um die Sendung in die gesamte Republik zu tragen. Der Hype um Daniel macht natürlich auch vor Eggenfelden keinen Halt. Ja gut, es gab eigentlich kein anderes Gesprächsthema mehr. Also wäre die Corona-Pandemie, wenn die damals gekommen wäre, die wäre versandet. Die hätte wahrscheinlich niemand interessiert. Hauptsache Daniel geht's gut und er kommt weiter. Und ja, jeder weiß irgendwas über ihn zu erzählen. Und gut, natürlich ist die Stadt jetzt deshalb nicht stillgestanden. Aber es war halt über viele Wochen schon das beherrschende Thema. Außerhalb des Stadtzentrums treffen wir Ulrich Berger. Ganz Lokaljournalist beschwert er sich erstmal über den Zustand der Parkbänke. Aber zum Glück hat er eine Picknickdecke dabei, die er drüberlegt. Ulrich Berger, Redakteur und Reporter für die Tageszeitung Passauer Neue Presse im Landkreis Rottal-Inn, wird damals von RTL pausenlos mit Meldungen bombardiert, die er in der Zeitung unterbringen soll, um DSDS zu bewerben. Wir haben uns am Anfang ein bisschen verweigert, weil wir gedacht haben, Leute, das ist euer Story, macht doch euer eigenes Marketing. Warum sollen wir verdienen? Ich denke jetzt mal kaufmännisch, obwohl ich Journalist bin. Unsere Anzeigenabteilung hat da keinen Cent verdient, logischerweise, weil RTL hat keine Anzeigen geschaltet. Am nächsten Samstag kommt wieder euer Eggenfelden und so weiter. Ja, aber irgendwann wurde der Druck zu groß. Also die haben uns dann wirklich tatsächlich zweimal am Tag wahrscheinlich irgendwas geschickt. Das ist 18 Jahre her, aber es war nervig. Und nein, gut, irgendwann sind wir natürlich auch dem Leser ja das schuldig, auch dass wir sagen, Leute, da passiert was. Schaut euch mal das an, bildet euch eure eigene Meinung dazu. Ich wollte nur verdeutlichen, dass man dann auch als ein kleiner Lokalredakteur, der normalerweise mit diesen Dingen eben konfrontiert ist, unser Spektrum spielt sich ab in normalen Zeiten, hauptsächlich Vereinsleben, Kommunalpolitik, ja, Kirche. Das sind so die, würde ich jetzt mal auf die Schnelle sagen, die drei Hauptstandbeine unserer Berichterstattung, einer jeden Lokalzeitung vermutlich. Und dann, ja, stehst du mal vor dem Thema, die Welt schaut auf Eggenfelden. Vor dem Halbfinale besuchen die KandidatInnen von RTL begleitet ihre Heimatorte. In Eggenfelden wird dieser Tag als D-Day bekannt. Eine Wortschöpfung von Ulrich Berger. D-Day ist ja diese, wie ihr ja wisst, die Geschichte mit der alliierten Landung der Normandie damals. Und gut, ich habe geahnt, dass wir genauso eine Invasion hier stattfinden wird. Von Medienleuten, Zuschauern, aber in erster Linie natürlich von Medienleuten. Und die wie Daniel, also habe ich das Ganze als D-Day apostrophiert und auch dann in der Berichterstattung öfters so, also eigentlich
durchgängig so verwendet, rund um diesen Detail. Und also da, als die letzten drei übrig geblieben waren, dieser Alexander Gloss, den keiner mehr so richtig kennt, und diese Juliette Schoppmann, die auch wahrscheinlich keiner mehr kennt, da kam ja RTL auf die Idee, die Heimatgemeinden der drei heimzusuchen. Das Heimsuchen trifft's. Also es war schon heiß. Er war schon irgendwie, ja, eigentlich schon das perfekte Kunstprodukt von RTL, weil an sich war dieser Auftritt da im Rathaus-Sitzungssaal mit dem rund um das Goldene Buch schon, ja, ich würde es als Tiefpunkt bezeichnen, weil das, eine Stadt hat sich da schon auch für ein paar Stunden oder für eineinhalb Tage irgendwie RTL ausgeliefert, sage ich jetzt mal freundlich ausgedrückt. Der damalige Bürgermeister sieht das etwas anders. Eckenfelden ist durch den Daniel positiv in die Öffentlichkeit gekommen. Es war sicherlich dann zwiespältig, wie man damit umgeht. Aber ich glaube, nein, das ist für Eckenfelden eine tolle Werbung. Er hat sich selbst sehr gut vermarktet. Wir treffen Werner Schießel auf dem Eggenfeldener Stadtplatz. Er redet viel, wenn man ihn nicht unterbricht. Aber typisch Politiker halt. Er hat seine Ansichten und teilt diese mit. Ein wirkliches Gespräch kommt bei unserer Begegnung nicht auf. Schießel ist damals Mitte 30 und entschlossen, einen frischen Wind in die Stadtpolitik zu bringen oder, um bei Wetterphänomenen zu bleiben, einen medialen Wirbelsturm in Kauf zu nehmen. Und als er dann auch zum Halbfinale nach Eckenfelden kam, dann kam er mit dem Flugzeug, weil Eckenfelden ja auch einen Flugplatz hat. Und da haben auch die Regie von RTL hat dann gesagt, wie können wir das Ganze darstellen, wie können wir das machen. Und da waren am Rathausplatz, waren dann 1000 Bürger, reicht nicht. Und sicherlich nicht nur aus Eckenfelden, sondern schon auch von außen angereist. Und es war dann aber so ein Andrang, dass wir dann auch über, zum Schutz auch von dem Daniel, über den Hinterausgang in die Tiefgarage musste er dann wieder abreißen. Wir sind auch so schon rein. Er hat dann vor dem Rathaus war ein Podest aufgebaut. Da hat er sich dann seinen Fans gezeigt, hat dann auch ein Lied gesungen, ne? Sein Standardlied damals. Und war natürlich Begeisterung, gerade bei den jungen Leuten. Und auch bei uns war ein entsprechender Medienhype in den Zeitungen. Aber schon auch mit Leserbriefen. Die einen waren dagegen und die anderen waren dafür. Die Masse an Jugendlichen, die da war, das war irre. Also das ganze Rathaus war in jedem Stockwerk überlaufen. Zum Schluss war es so, dass die Feuerwehr von uns engagiert wurde und mit Absperrbändern die Leute, dass wir so ein bisschen zurückdrängen haben können. Gunter Barnett ist damals der Internetbeauftragte der Stadt Eggenfelden und betreut die Homepage der Kleinstadt. Alle E-Mails laufen über seinen Schreibtisch bzw. seinen Desktop. Als Daniel Kübelböck bei DSDS bekannt wird, kommen die Server zeitweise an ihre Grenzen. Und Gunter Barnett weiß zwischenzeitlich nicht, was er machen soll. Das gipfelte halt dann wirklich in dem, dass wir dann, ich glaube, wir haben in der Woche 8.000, 9.000, 10.000 Mails bekommen. Es war heftig. Und das steigerte sich halt dann so. Und ich muss sagen, das mediale Interesse wurde dann auf alle, ja, möchte man sagen, Peripherien des Daniel Kübelböcks ausgeweitet. Das ging so weit, also wie schon gesagt, auf einmal stand das Fernsehen bei mir in meinem kleinen Büro in der Stadt Eckenfelden. Ich hatte da ein kleines Büro. Ja, wir müssen mit Ihnen da was machen. Ja, was wollen Sie machen? Ja, sage ich, Leute, unser Surfer ist teilweise down, wenn Daniel Kübelböck auftritt. Und es war wirklich so, es war alles nur mehr Thema Kübelböck Town. Sage ich deswegen Kübelböck Town, weil es war wirklich damals so, wenn du irgendwo aus Eckenfelden irgendwo nach Norddeutschland oder irgendwie anrufen musstest, dann ist es, ah, sind Sie aus Kübelböck Town? Beim von RTL inszenierten Besuch darf natürlich die Lokalpresse, also Ulrich Berger, nicht fehlen, um den Wahnsinn für die Nachwelt festzuhalten. Ich war im Sitzungssaal, nachdem ich ja der kommunalpolitische Redakteur sozusagen gewesen bin zu dem Zeitpunkt. Und da war ich oben auf der Pressetribüne und er war nicht mehr er selbst. Also er war, ich meine, gekaspert hat er vorher schon mal ganz gerne, aber halt liebenswert. Und das war halt einfach nur noch künstlich. Also wie man das vorher mit ihm ja, geprobt hätte. Und er hat also Blödsinn also gemacht dann irgendwie. Er hat die Namen gelesen von denen, die vorher eben im Goldenen Buch standen, hat er halt dann so Witzchen gemacht. Und dann hat er halt wieder oben von der Pressetribüne einer runtergeschrien, Daniel, wink mal, Daniel, mach Grimassen, Daniel, mach irgendwas. Und dann hat er es halt gemacht. Also er ist da wie ein Tanzbär, würde ich mal sagen, ist er da aufgetreten. Und das hat mich
das hat mir wehgetan. Mir wirklich persönlich wehgetan, weil wie man in relativ kurzer Zeit einen jungen Menschen so umpolen kann. Gut, okay, er hat Geld damit verdient und es war schon krass, wie man jemand eigentlich im Prinzip einer Gehirnwäsche unterziehen kann in so kurzer Zeit, wenn man das professionell macht. Und dann kam auch noch ein örtlicher Konditor und eine Daniel-Torte gebacken gehabt. Also, ja, und der Daniel hat sie entgegengenommen, hat sich gefreut, hat sich fotografieren lassen mit dem Konditormeister. Und plötzlich schreit Daniels Vater, der auch da war und sich da auch ziemlich wichtig vorgekommen ist an dem Tag, auch Daniel, schmeißt doch die Torte den Journalisten ins Gesicht. Und das war auch schockierend, sowas. Ich habe es nicht getan, Gott sei Dank. Aber wissen konnte man es nicht, ob es das nicht doch tut. Also es sollte wohl ein guter Witz sein, aber ich habe einen schlechten Witz empfunden. Ja. Also wenn du einfach nur gewusst hast, wie er ein paar Monate vorher war, ein bemühter junger Kerl, der sich dem Umgang der Erziehung von kleinen Kindern verschreiben will oder verschrieben hat damals. Hier mal kurz zur Info. Vor DSDS hatte Daniel eine Ausbildung zum Kinderpfleger begonnen und in Eggenfelden ein Praktikum im Kindergarten gemacht. Ulrich Berger kannte ihn vor DSDS, weil sein Sohn in eben genau diesen Kindergarten ging. Doch dazu mehr in einer anderen Folge. Ulrich Berger erkennt den lustigen Typen aus der Kita jedenfalls kaum wieder. Dann denkst du, das kann nicht sein. Also das war wie man, ja, eine Gehirnwäsche unterzogen, wie wenn da unten ein Roboter agiert, der einfach genau das abspult, was man ihm vorher im Drehbuch geschrieben hat, wie er sich benehmen muss. Ich habe das ja damals in meinem Artikel über diesen denkwürdigen Nachmittag da im Sitzungssaal so beschrieben. Einfach nur Daniel Kübelbecker reinschreiben, von mir aus noch Superstar in Anführungszeichen oder DSDS-Kandidat, das war wohl zu wenig. Das musste auf Gedeih und Verderben, musste das zu einer, wie ich finde, peinlichen Show hochstilisiert und verlängert werden. Wie groß war der Andrang? Der Andrang war enorm. Also jetzt gerade, was ich trenne das jetzt mal quasi im Haus sozusagen, im Rathaus, da waren natürlich viele Journalisten, viele RTL-Bodyguards, die sich benommen haben, als ob sie das Hausrecht hätten. Auch viele andere Medien und die durften ja, also die elektronischen Medien, die hatten natürlich das Nachsehen. RTL hat logischerweise die Exklusivrechte gehabt für bewegte Bilder und die anderen durften nur fotografieren. Also die Fernsehkollegen von anderen Sendern, die hatten an dem Tag wirklich die A-Karte gezogen. Die wurden echt drangsaliert von den RTL-Leuten. In einem Fall, das ist verbürgt, ich habe es zwar nicht selber gesehen, aber es ist verbürgt, also die Quelle damals war seriös, weil es ein Stadtrat war, da hat man gesagt, dass also ein RTL-Mitarbeiter einem, ich glaube es war Pro7 oder Sat1, also einem von denen das Laptop zugeklappt, der wollte gerade Foto übermitteln an die Redaktion, also aktuell von dem Event, und der hat ihm den Stecker aus der Wand gezogen und ihm das Laptop zugeklappt, damit er nicht so schnell quasi die Bilder unter die Leser bzw. Zuhörer bringen kann. Und es war dann, ja, ich muss wieder anknüpfen an dem, wir sind eine kleine Lokalredaktion, wir haben das Monopol, wir waren das nicht gewohnt, dass da auf einmal 50 Kollegen einfallen und die sich dann auch die Fernsehteams, die sich um die beste Schussposition oder die Fotografen regelrecht prügeln müssen, so wie es halt in Berlin oder in der großen Politik gang und gäbe ist. Und da ging es wirklich, das war heftig. Da habe ich auch an meinem Beruf verzweifelt, dass ich das gesehen habe. Also so haben wir gedacht, so gut, dass ich hier kleiner Lokalredakteur bin, weil so möchte ich nicht sein. Daniel trägt sich also ins Goldene Buch der Stadt ein. Ein Haus des örtlichen St. Johannes-Vereins wird in Danielhaus umbenannt. Irgendwann singt Daniel auch ein Lied und dann ist der D-Day vorbei. Am 1. März 2003 findet dann das Halbfinale von DSDS mit dem Motto Filmmusik statt. Ganz Deutschland verfolgt die Sendung und in Eggenfelden gibt es sogar ein Public Screening.
Es ging dann am Nachmittag schon los, dass dann natürlich Leute kamen, dass das Ganze auch ein bisschen begleitet wurde mit Gastronomie, ne? Dass man da auch mit Ständen das dann einfach begleitet. Und dann, je näher die Sendung kam, umso mehr haben wir schon gespürt, dass dann auch da die Spannung steigt. War dann im 2003 schon Public Viewing für Fußball, da waren wir schon ein bisschen Vorreiter, dass das dann im Vorfeld dann schon für diesen Anlass auch gemacht wurde, ja. Die Tageszeitung Die Welt schreibt von 16.000 Leuten, die in Eggenfelden das Halbfinale live und draußen verfolgen, mehr als die Stadt Einwohner hat. Viele von ihnen feiern den Teenager, der die Nation spaltet, doch auch hier regt sich Widerstand. Der Artikel in der Welt berichtet, dass Vertreter der Jungen Union der CSU mit Zetteln durch die Menge gehen. Auf den Flyern steht »Gegen Homosexualität und andere Spinner«. Bei unserem Besuch in Eggenfelden verabreden wir uns auch mit Stefan Gruber. Er ist heute hier der Chef der Jungen Union der CSU. Leger in T-Shirt und Bermudas treffen wir uns auf dem Rathausplatz, da wo damals in der Kälte dichtes Gedränge herrschte. Also ich kann das jetzt nicht mehr genau nachvollziehen, was da wirklich geschehen ist. Ja. Wenn man jetzt mal glaubt, dass das nicht frei erfunden war von der Welt, wovon ich jetzt mal ausgehe, ne? Dann ist es aber natürlich schon so, dass man sagen muss, inhaltlich würde ich mich von sowas distanzieren wollen, ja, weil das klingt ja irgendwie nach Stimmungsmache, nach Hetze gegen, so stand es ja auch drin, gegen Homosexualität oder andere Spinnereien, ja, um das jetzt mal zu zitieren, ne? Finde ich natürlich nicht gut, ja, und hat nichts verloren in der Jungen Union, gar nicht, ja, und das würden wir so heute nicht machen, ja, nicht unterstützen. An die Flyer-Aktion erinnert sich Stefan Gruber nicht. Damals ist er selbst noch Teenager. Daniels Auftritt hat er allerdings nicht vergessen. Ja, da war Action und das Konzert, das war mein erstes Konzert. Ja. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt hingedurft hätte. Ne? Irgendwie mit 14 ohne Eltern natürlich waren wir da. Und das war natürlich aufregend. Und klar hat man sich da gefreut, dass der Daniel dann, er hat es ja nicht gewonnen, ne? So Dritter geworden, glaube ich. Denkt man gar nicht. Er hat aber, glaube ich, die meiste Publicity dann von allen irgendwie bekommen. Aber da haben wir uns gefreut mit jeder Runde, wenn er weitergekommen ist. Das Public Viewing vom DSDS-Halbfinale, in dem Daniel um den Finaleinzug bangt, ist wieder ein Mega-Event für die Kleinstadt. An den Fernsehern sind mehr als 10 Millionen ZuschauerInnen dabei, als Daniel Pretty Woman von Roy Orbison und Born to be Wild von Steppenwolf singt. Doch diesmal reicht es nicht. Daniel scheidet aus. Er war mit Sicherheit jemand, der einzigartig war und wahnsinnig an sich geglaubt hat und diesen Glauben nie aufgegeben hat und auch immer dafür gekämpft hat und Gas gegeben hat. Und insgesamt machte ihn so wild seine Einzigartigkeit. Also dieses mit dem Kopf durch die Wand. Und er war halt, wie er war, immer auf Achse, da musste immer was gehen. Moment, nur der Vollständigkeit halber. Am Ende gewinnt Alexander Klavs die erste Staffel DSDS. Die Einschaltquoten des Halbfinales erreicht der eigentliche Höhepunkt der Sendung angeblich aber nicht mehr. Daniel ist mit dem Kopf sowieso schon längst weiter. Er kam auf Ideen, die wir vorher nicht hatten. Er war der Erste und ich glaube auch der Einzige von uns, der eine eigene Tour gemacht hat. Mit einer Harley auf der Bühne und das hat er alles in die Hand genommen. Daniel geht schon einen Monat nach seinem Ausscheiden im Alleingang auf Tour. Wie wir später erfahren haben, war das nur möglich, weil er bzw. sein Vater Günther Kübelböck, der inzwischen auch als sein persönlicher Manager fungierte, sich weigerte, bestimmte Teile im Vertrag mit RTL zu akzeptieren. Das hat uns Günther Kübelböck selbst erzählt. Ilona und ich haben uns bei unserer Bayernreise in einem Passauer Biergarten mit ihm verabredet. Er erzählt uns viel, doch er will nicht, dass wir ihn dabei aufnehmen. Wir werden aber immer mal wieder von dem Treffen mit Günther Kübelböck erzählen, denn er ist natürlich sehr wichtig für die Geschichte. Dank Günther Kübelböcks Weitsicht, bestimmte Klauseln nicht zu unterschreiben, findet Daniels Dankeschön-Tour gegen den Widerstand von RTL statt. Und er kommt damit allen zuvor. Er spielt in Eggenfelden, in Passau und in Straubing vor mehr als 12.000 ZuschauerInnen. Es entsteht ein Fankult, wie ihn Deutschland noch nie gesehen hat.
Das war der Punkt, da hat er mich verzaubert, seine Art und Weise. Sein buntes Outfit, seine Ausstrahlung, ja, die Persönlichkeit und die schrille Art, die hat mich verzaubert. Also sein Lachen, seine positive Art und Weise, wie er mit den ganzen Trummel um ihn herum, wie er seitdem mit den Medien umgegangen ist. Seine Persönlichkeit, den Fans gegenüber, den Zuschauern. Ja, gerade besonders sein Lachen und sein Strahlen dabei. Einfach sehr interessant. Also mein erster Eindruck war, naja, der polarisiert. Also der steht dort ganz schön im Vordergrund. Und dann kamen die Auftritte und das hat mir dann auch sehr gut gefallen. Also es war außergewöhnlich dann auch. Auch die Stimme wusste ich jetzt auch im ersten Moment auch nicht so ganz genau. Aber dann auch das Outfit und das Aussehen dann auch. Und dann war das eigentlich, das Interesse war sofort da. Es entsteht eine Community von vornehmlich weiblichen Fans. Einige sind Teenies, die anderen eher im Alter von deren Müttern. Damals hatte ich noch kein Internet gehabt, also das war schon mal schwer, so in den Foren aktiv zu sein. Aber bei den Konzerten war das überhaupt kein Problem, da Kontakt aufzunehmen. Das lange Anstehen vor der Halle, da lernt man sich auch kennen. Und ja, irgendwann kennt man sich auch so gut, dass man die mit Vornamen dann auch kennt. Und ja, man baut doch Beziehungen auf und Freundschaften. Und das ist in den Jahren auch tatsächlich geblieben teilweise. Die Kilometer, die ich zurückgelegt habe, um zu den Konzerten zu kommen, die häuften sich. Also es wurden immer mehr Kilometer. Und ja, irgendwann ist man fast bei jedem Konzert dabei gewesen. Es hat mir Spaß gemacht. Ich war gerne auf den Konzerten. Es war ein Ausbrechen aus dem Alltag. Es war immer wie ein Kurzurlaub. Und nee, ich habe das für mich getan und mir hat das gut getan. Ich habe das gern gemacht. Ja, man hat sich mit verschiedenen Leuten auf Anhieb super verstanden. Es sind Freundschaften entstanden, die auch heute noch bestehen. Es ist halt alles wirklich durch die Forengemeinschaften zustande gekommen, dass man sich halt mit einigen Leuten dann auch noch so ja privat geschrieben hat oder dass man auch miteinander telefoniert hat, sich auf den Konzerten verabredet hat und dass sich dann schon Klicken entwickelt haben. Durch die geballte Fanpower schafft es Daniels erste Single You Drive Me Crazy direkt auf Platz 1 in den deutschen und absurderweise auch in den thailändischen Charts. Seine zweite Single Heartbeat geht auf Platz 2. Genauso passiert es mit dem Album Positive Energie, das sich mehr als 100.000 Mal verkauft. Im Mai und Juni 2003 gehen der gewählte Superstar Alexander Klavs und die anderen FinalistInnen dann auch noch gemeinsam auf Deutschland-Tour. Es war auch spannend und eigentlich hat man relativ schnell gesehen, okay, es ist ja nicht vorbei und das tat gut. Grazia hat zwar Platz 5 belegt, doch als eine der FinalistInnen gehört sie jetzt zu den DSDS All-Stars. Deren gemeinsames Single We Have a Dream geht auch auf Platz 1 der Charts. Das Album United ist eine der meistverkauften deutschen Produktionen aller Zeiten und DSDS wird zu einer Maschine, mit der man scheinbar Geld drucken kann. Bei unserer Reise nach Eggenfelden haben wir festgestellt, dass dort nichts an Daniel und diese wilde Zeit Anfang 2003 erinnert. Nichts. Hat Eggenfelden nicht von ihm profitiert? Die Meinungen dazu gehen auseinander. In unserer wunderschönen Stadt war Daniel in der Zeit natürlich Thema überall. Und wie schon gesagt, wie ich vorher gesagt habe, er hat halt sehr polarisiert. Aber ich habe immer wieder gesagt, du, für unsere Stadt kann nichts Besseres passieren. Man sieht das, was wir für aufstrebende und auch tolerante und tolle Stadt sind. Und es war eine gute Werbung für Eggenfelden, muss ich ganz ehrlich sagen. Und egal was für Werbung, auch Negativwerbung kann eine Positivwerbung sein. So lustig, wie es klingt, aber es ist so. Man hat ja gerade gesehen, auch von Hamburg, von Kiel und Hamburg runter, bis so, dass Niederbayern nicht nur aus Ackerbau und Viehzucht besteht. Wenn Sie so auf diese Zeit zurückgucken, was für Gefühle haben Sie über diese Zeit? So? Also, es war verrückt. Irgendwie war man stolz,
Und irgendwie hast du gedacht, du lieber Himmel, das kann ja nicht sein. Auf der einen CD ist er, auf einer der ersten CDs ist er da, vielleicht aus Eckenfeld. Also wie schon gesagt, das sind so Sachen und das hat die Eckenfeiner dann schon wieder gefallen. Es ist, man hat ihn halt wirklich mit dem Augenzwinkern und mit dem Lachen, mein Gott, der Funk. Das ist halt, aber irgendwann war es halt vorbei, aber es war eine schöne, verrückte Zeit. Daniel hat den Ort Eggenfelden bekannter gemacht als jeder andere Mensch, der von hier kam. Warum erinnert man nicht daran, fragen wir auch den Ex-Bürgermeister. Den Gedanken gab es jetzt nie, weil dann auch im Stadtrat, es gab immer Diskussionen auch wegen Finanzen. Ich glaube RTL und ja. Ich glaube auch Sie hatten versucht oder das ausgelotet, würde man mal sagen, dass eine Straße nach Ihnen benannt wird. Wir haben das ausgelotet, auch da wurde im Stadtrat mal nicht öffentlich darüber diskutiert, aber meist ist es so, dass nicht zu Lebzeiten. Weil ein Straßenname ist eigentlich noch mehr Ehre als ein Ehrenbürger, weil der Name ist in der Regel die nächsten Jahrzehnte. Ne? Und dass man da überlegt hat, es ist kein Michael Schumacher oder Boris Becker, und dass man dann gesagt hat, na, ist vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Ne? Da ist auch nie irgendwie darüber diskutiert worden, dass man da jetzt ein Andenken schaffen sollte. Warum? Ja, wahrscheinlich, also das ist meine These, weil er halt einfach kein Eggenfeldner ist. Also von Geburt an, meine ich jetzt. Ja, damit haben Sie recht. Daniel war gar kein Eggenfeldener. Und andere Städte taugen aber auch nicht wirklich als Heimatort. Geboren ist er in Hutturm, zur Schule ging er in Passau. So sehr er zur DSDS-Zeit in den Medien demonstrativ auch an seinem Vater zu hängen scheint, vor dem Casting hatte er mit seinen Eltern eigentlich gar nicht mehr so viel zu tun. Ein paar Jahre, bevor ganz Deutschland ihn kennenlernt, steht er plötzlich beim Jugendamt vor der Tür und will dort eine Unterkunft. Die Figur Daniel Kübelböck, die viele zum großen Teil für eine RTL-Kreation halten, die gab es schon vorher. Er hat es immer zwar erzählt, aber er hat es jetzt nie, wie soll ich sagen, er hat sich anders gegeben. Also er war immer der positive, wirklich freundliche, liebevolle, hilfsbereite Mensch, den was ich kenne. Er selbst war damals 14, glaube ich, und hat sich selbst darum gekümmert, dass er in eine betreute Einrichtung kommt. Wenn er in Eckenfelden bemerkt hat, dass noch jemand sehr beobachtet oder dass über ihn gesprochen wird, dann hat er eigentlich sich noch mehr präsentiert. Aber er hat nie verbal die Kontakt zu den Personen aufgenommen. Ich kann Ihnen leider jetzt nicht die Details, warum und weshalb er dann zu uns kam, kommen, weil das dem Datenschutz unterliegt. Aber so viel sei gesagt, es waren schwere familiäre Konflikte, speziell mit seiner Mutter. Wer war Daniel, bevor er berühmt wurde? Dem gehen wir in der nächsten Folge nach. Ein Mensch verschwindet. Daniel Kübelböck ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bose Park Productions. Recherche und Redaktion: Ilona Toller, Caroline Köhler und ich, Tom Erhardt. Redaktionsassistenz: Clara Neubert und Gloria Udosi. ProduzentInnen: Sue Holder und Chris Guse. Schnitt und Sounddesign: Mats Leubner, Luca Kaduk, Pascal Mokrosch und Alexander von Bargen. Übrigens, keine der Personen, die ihr in unserem Podcast hört, hat für ihre Aussagen Geld erhalten.